Geld, Bonnie, El Reich, Dietrich, Lars Toffers! Hallihallo, Mexiko-Stadt. Erstmal eine Durchsage. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen Mexiko-Stadt LH135 ist falsch geparkt. So, los geht's. Seid ihr alle doof? Also, geht doch! Augen wie Diamanten, Hände wie von Botticelli, Beine wie Antilopen, du bist gütig wie Miss Ellie, Füße wie vom Töpfer, meisterhaft modelliert, eine Haut wie ein Flamingo, die jetzt mal einfach formuliert. Ja, du bist schön. Klug und hast Geschmack. Nur eine Kleinigkeit, die geht mir auf den Geist. Und das wäre Folgendes: Du hast einen Vollbart, so wie Rudolf Scharping. Und dieser Vollbart ist 15 Meter lang. Hey, du hast einen Vollbart und der gehört verboten. Blockiert doch überall den Notausgang. Bock, Bock, Bock! Ich schenk dir einen Rasierer und eine Flasche Schaum. Ich sag es dir ganz ehrlich, beseitige den Flaum. Mach daraus das Beste und stopf ihn in einen Sack. Den nehmen wir als Matratze und fertig ist der Lack. Du hast einen Vollbart, so wie Rudolf Scharping. Und dieser Vollbart ist 15 Meter lang. Du hast einen Vollbart und der gehört verboten. Blockiert doch überall den Notausgang. Gracias! Du hast einen Vollbart, so wie Rudolf Scharping. Du hast einen Vollbart, so wie Rudolf Scharping. Es war im Land von Kaffee und Kakao. Da traf ich eine wunderschöne Frau. Sie hatte eine Ader für Lumumba und Lambada. Da wurde ich erst rot und nachher blau. Es war im Land von Kakao und Kaffee. Da fing ich an zu fummeln wie Pelé. Ich wollte ihr gefallen, das schien sie nicht zu schnallen. Da hatte ich die rettende Idee. Prinzessin Levahia Tropical, waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Ich hab ein Reihenhäuschen dort mit Einbauschrank und Bett. Im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumweinkabinett. Prinzessin de Bahia Tropical, waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Wir lieben uns von hinten und im Fernsehen kommt Bill Clinton. Diese Stadt ist wirklich international.
Prinzessin, die Bahia Tropical. Es war im Land von Kakao und Kaffee. Da sagte sie auf Spanisch einfach nee. Mit mir ist nicht zu tricksen, und zwar schon seit Richard Nixon. Deine Eier sind nur Handelsklasse B. Prinzessin de Bahia Tropical interessiert sich nicht für Schwäbisch Hall. Denn sie mag Walisien mehr als Alemannia. Die Eier sind dort Handelsklasse A. Prinzessin de Bahia Tropical, waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Ich hab ein Reihenhäuschen dort mit Einbauschrank und Bett. Im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumweinkabinett. Prinzessin de Bahia Tropical interessiert sich nicht für Schwäbisch Hall. Denn sie mag Walisien mehr als Alemannia. Sie war sowieso nicht ganz mein Fall. Prinzessin de Bahia Tropical. Prinzessin de Bahia Tropical. Prinzessin de Bahia Tropical. Ole! Eins, zwei, drei, vier. Ich hab noch Sand im Mund von Souflaki. Ich bin noch tüdelig von der Giraffe Wein. Du hast getanzt eine Nacht mit Nirosta, den Tzatziki im Lampenschein. Für dich ist das Flirten wohl Uso. Oh, nass ist doch einfach mal sein. Dieser Urlaub an der Costa Cordalis bringt mir einen Knacksos ein. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, ziki. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, ziki. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Am Strand ließ ich einen Drachen steigen. Auch ich wollte nicht alleine sein. Ich dachte an die süße Zellulitis und stieg in ein Metaxa ein. Wir fuhren zu ihr nach Domestos, doch sie kannte mich wohl nicht mehr. Ich sagte, mein Name ist Lothar Piraeus, ich bin Nationalspieler. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, ziki. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, ziki. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, ziki. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, ziki. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 hoi. Ich habe Druck im Oberbauch und etwas drunter, ja, da zwickt es auch. Da hilft kein Renny und kein Bullrichsalz. Mir kommt die Brühe bis in den Hals. In meiner Schleimhaut sitzt wohl ein Geschwür. Das macht Probleme über Gebühr. Die Zunge ist pelzig und der Geschmack ist sauer. Und alle Viertelstündchen kommt ein saurer Bauer. Magenkrank. Magenkrank, magenkrank und keine Medizin im Schrank. Magenkrank, magenkrank, magenkrank.
vollgeladen mit Dreck. Meckere Panuta, Bounty, Mäuse, Speck. Saure Gurken, Smarties und fritösen Fette. Und danach ne filterlose Zigarette. Jetzt wird mir übel, das tut mir leid. Denn ich muss kotzen auf dein neues Kleid. Das sieht zwar nicht gut aus, doch man erkennt daran, wie weit ein halbes Hähnchen manchmal fliegen kann. Oh, magenkrank. 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 Und keine Medizin im Schrank. Magenkrank. 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 Und keine Medizin im Schrank. Und dieser Mann heißt Günther Strack. Er sollte eigentlich hier singen. Jetzt stehen wir auf dem Podest. Denn Günther Strack hat sich verspätet. Wahrscheinlich steckt er wieder fest. Wir sind zu dünn für dieses Lied. Wir kommen nicht klar mit diesem Beat. Wir sind zu dünn für dieses Lied. Wir haben zu wenig Appetit. Rack, my baby, rack den Günther Strack. Durch die Türe. Er hat ein Eisbein in der Hand. Er kommt direkt aus der Kantine. Ihm ist ein bisschen Blümerand. Er sagt sorry, die Verspätung. Doch an der Theke, da war Stau. Aber ich konnte nicht widerstehen. Denn das Buffet, das war für lau. Und während Günther nochmal abbeißt und aber sehr genüsslich schmatzt, da macht es einmal richtig Bumm. Und diese Nummer ist geplatzt. Er war zu dick für dieses Lied. Er kam nicht klar mit diesem Beat. Er war zu dick für dieses Lied. Er hatte zu viel Appetit. Rack, my baby, rack den Günther Strack. Come on, Günther, blow your horn. Günther, nicht so fest. Günther, nicht so doll. Vorsicht, Günther! Ah! Er war zu dick für dieses Lied. Er kam nicht klar mit diesem Beat. Er war zu dick für dieses Lied. Er hatte zu viel Appetit. Rack my baby, rack den Günther Strack. Yeah, ja. Rack my baby, rack den Günther Strack. Hey, 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 hey. Rack my baby, rack my baby, racke die Racke, die Racke, die Racke, die Rack den Günther Strack. Bei uns im Studio begrüße ich nun den Kritiker Hajo Schröter-Naumann. Herr Schröter-Naumann, stellen Sie sich doch bitte selber kurz mal eben vor. Gerne. Der Hajo Schröter-Naumann schreibt für die FAZ, für die TAZ, für die WAZ, für die HAZ gelegentlich. Der Hajo Schröter-Naumann sitzt im Aufsichtsrat der Augsburger Puppenkiste, naja, und so weiter und so weiter und so weiter. Analysieren Sie doch bitte nun mal für uns das nun folgende Stück. Das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte von einem Mann, der da in den Anden saß, so einsam und allein. Und seine Frau, die die Disco-Musik liebte, ihn auf ganz unprätentiöse Weise verlassen hat. Ich kann dich nicht verlieren, ja, ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr hören, ja, ich kann dich nicht verstehen.
Ja, du bist fortgegangen. Ja, du gingst einfach fort. Ja, du bist fortgegangen an einen anderen Ort. Keine Leitung, ja, ich hab kein Telefon. Ich habe keine Ahnung, ja, ich verstehe nichts davon. Ich weiß noch, wie du sagtest, willst du mit mir gehen? Dann bist du losgegangen und ich blieb einfach stehen. Ich protestiere, ich protestiere, ja, ich protestiere auf alle Viere. Ich protestiere gegen diese Lady. Ich protestiere, ja, ich protestiere auf alle Viere. Ich protestiere gegen diese Lady. Jetzt steh ich hier und warte und singe dieses Lied mit Melodie und Rhythmus zu diesem Fachgebiet. Es kommen ein paar Leute, die gesellen sich dazu. Die sehen dir zwar ähnlich, doch niemand ist wie du. Ich würd jetzt gern was trinken, ja, ich wär jetzt gerne blau. Ich protestiere, ich protestiere auf alle Viere. Ich protestiere gegen diese Lady. Ich protestiere, ja, ich protestiere auf alle Viere. Ich protestiere gegen diese Lady. Ja, es ist ja so, er wehrt sich ja, er wehrt sich auf charmante, aber dennoch bestimmte Weise. Er sagt, ich kann dies nicht länger ertragen. Meine Seele ist auch kein Trampolin im Reflex der Beziehung. Im 20. Jahrhundert, wie in einem charmanten Frühfilm von Ingmar Bergman, schwarz-weiß, rot und blau, 7 Tage Woche, 7 Farben im 6-teiligen Farbenkreis. Und so protestiert er am Ende gegen diese Lady. Und sie kam aus Genf. Sie war süß wie Ketchup und ich scharf wie Senf. Sie liebte die Disco, ich den Feuerwehrball. Sie hatte Zöpfe und ich Haarausfall. Oh la la. Rendezvous Toupé. Du liebst meine Haare. Ja, du bist verrückt nach meine Perücke. Rendezvous Toupé. Stille Tage im Klischee. Mein lieber Schatz liebt meine Glatz auf dem Bidet. Sie hatte Feuer dort auf dem WC. Sie zog an der Leine, doch auch am Toupet. Es fiel in die Schüssel, sie sagte nur bon. Da war's auch schon in der Kanalisation. Und da traf es viele Kameraden. Rendezvous Toupé. Du liebst meine Haare. Ja, du bist verrückt nach meine Perücke. Rendezvous Toupé. Stille Tage im Klischee. Mein lieber Schatz liebt meine Glatz auf dem Bidet. Meine Damen und Herren, es singt jetzt für Sie der Dreckspatz von Avignon. Merci, right, a lovely day. Un bim, schibim, formidable. It's a lovely day. It's a paradise, formidable. On dit orchestre, ange. Verrückt nach meine Perücke. Rendezvous Toupé. Stille Tage im Klischee.
mein lieber Schatz, liebt meine Glatz auf dem Bidet. Bonsoir! Ich glaube, meine Klarinette ist kaputt. Ich weiß ja auch nicht, das Leben, das ist fiese. Jeden Tag das Gleiche, ich glaub, ich krieg ne Krise. Und immer dieser Ärger, der frisst mich völlig auf. Ach, ich weiß ja auch nicht, ich glaub, ich bin schlecht drauf. Nun lach doch mal, du hast doch sonst Humor. Nun lach doch mal, dann lache ich dir was vor. Ach, hör auf. Ich will ja gar nicht jammern, aber was soll ich lachen? Mir ist halt trübe tümplich, da kann man halt nichts machen. Steh nicht so an. Manchmal bin ich lustig, doch heute weniger. Da kann mir keiner helfen, auch nicht die Feuerversicherung. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Das ist doch nicht so schwer. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Du kleiner Teddybär. Na komm. Na geht doch. Also. Und jetzt noch die Flöte. Das geht doch, Junge, geht doch! Na also! Ach Gott! Der alte Hund frisst keine Knochen mehr, sein Schwanz steht still. Die Beinchen müd und schwer, ja ohne Ziel streunt er durch die Stadt, weil er schon lange kein Herrchen mehr hat. Da kommt ein LKW von links heran, am Steuer sitzt ein rücksichtsloser Mann. Das alte Tier ist ihm einerlei, er tritt aufs Gaspedal, da ist der Hund entzwei. Kommt ein Girl, das hat die Tiere lieb. Sie legt den Hund in ein mitgebrachtes Nudelsieb. Sie trägt das Tier zu sich ins Kämmerlein und wacht die ganze Nacht am Appenhundebein. Gleich in der Früh holt sie Mutters Garn und näht die Beine an, so wie sie vorher waren. Rekonstruiert den ganzen Körperbau. Da schlägt der Hund die Augen auf und sagt nur, wow. Dackel, armer alter Dackel, nichts war mehr mit Wackel, Wackel. Dackel, armer alter Dackel, fast war alles kaputt, vorüber und vorbei.
Sie haben keine Ziele, sie haben nichts zu tun. Sie hängen nur am Tresen, schon vormittags herum. Manchmal fühlen sie sich ziemlich leer. Doch meistens ist ihnen alles viel zu schwer. Wenn all die Tüten träumen, dann denken sie an all die schönen Frauen, die Lebensmittel kaufen und verdauen. Und deren Männer das Hansa-Pilz. Gluck, gluck, gluck. Versaufen. Ich kenne solche Tüten, die sind doch alle gleich. Bei zu großer Belastung, da wird der Henkel weich. Im Supermarkt, da war er noch auf Zack. Jetzt ist er so wie ich ein alter Sack. Wenn all die Tüten träumen, dann denken sie an all die schönen Frauen, die Lebensmittel kaufen und verdauen. Und deren Männer das Hansa-Pilz. Gluck, 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 versaufen. Ziemlich leer. Doch meistens ist ihnen alles viel zu schwer. Wenn all die Tüten träumen, dann denken sie an all die schönen Frauen, die Lebensmittel kaufen und verdauen. Und deren Männer das Hansa-Pilz. Gluck, gluck, gluck. Versaufen, 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 versaufen. Oh. In der Hitze der Nacht, in der Hitze der Nacht, ja, in der Hitze der Nacht. In der Hitze der Nacht, da bin ich schweißgebadet aufgewacht. In der Hitze der Nacht, nach wie vor in der Hitze der Nacht. Ja, in dieser verfluchten Hitze der Nacht, nach wie vor in der Hitze der Nacht. In der Hitze der Nacht, da hab ich mir ne Flasche Bitzelwasser aufgemacht. Und zwar mit Zitronengeschmack. Und jetzt Trompete bitte. Von meinem Pyjama aufgemacht. In der Hitze der Nacht. Jetzt schrei doch nicht so rum und komm endlich zum Punkt. Ja, in der Hitze der Nacht. Spann uns nicht länger auf die Folter, du Affe, und sag uns, was Sache ist. In der Hitze der Nacht. Na, was denn nun? Da bin
bin ich aufgestanden und habe überall den Thermostat gesucht, hinter der Gardine und bei der Fußleiste. Da war der aber nicht. Dann bin ich in den Keller gegangen. Vielleicht war das so ein Hauptschalter, den habe ich umgelegt. Und so habe ich in der Hitze der Nacht schließlich die Heizung ausgemacht. Seid ihr alle hier? Ja. Ihr habt keine Lobby, doch das ändern wir. Wir haben ein Lied geschrieben, das euch gut gefällt. Jetzt geht ihr mal zu Mama und klaut ihr Haushaltsgeld. Nehmt bitte nicht zu wenig, so circa 30 Mark, mit in den Plattenladen und sagt dort guten Tag. Dem Schallplattenverkäufer geht ihr ganz nah ans Ohr. Und wenn der Mann dies Lied nicht kennt, dann singt ihr ganz laut vor. I-I-A-A-Popo, so heißt dieses Lied. Bubi-Pipi-Kaka, dieses Lied ist Cheat. Und alle Kinder. I-I-A-A-Popo, so heißt dieses Lied. Bubi-Pipi-Kaka, dieses Lied ist Cheat. Dieses Lied ist Cheat. Aus Altona, war nicht mal 18 Jahr. Ich traf sie an der Bar bei einer Tombola und sie hieß Barbara. Ich rief Nanu Nana, was machen Sie denn da? Ich esse Kaviar aus einem Reservoir in einem Samovar. Ja, Barbara, wann hast du Schluss mit dem Bibliothekar? Ich gebe dir ein untergebiges Formular, ganz lapidar für den Traualtar im Januar. Barbara, Tritratrullala Barbara, Tritratrullala Barbara, Tritratrullala Barbara. Sie sagte einfach ja und öffnete den BH. Schon nach einem Jahr, da kam die Kinderschar, und zwar von Adebar. Der war persönlich da. Der erste wurde Vikar, der zweite Antiquar, der dritte Kommissar, der vierte Dromedar, der fünfte Baggerführer. Ja! Barbara, wir sind ein bellogliches Ehepaar, weil sind wir Opa und Urmama, darauf eine Paprika und jetzt Harmonie. Bald sind wir Opa und Urmama, darauf eine Paprika. Hopsasa, Barbara, Tritratrullala Barbara, Tritratrullala Barbara, Tritratrullala Barbara, Hopsasa, Barbara. Nachmittag standen Tausende vor dem Studio. Ja, sie warteten auf den Superstar aus ihrer Lieblingsshow. Ja, ein Autogramm und ein Händedruck und ein Bussilein war das größte Glück. Doch plötzlich war's damit aus und vorbei. Der lila Launebär hat keine Sendung mehr. Er war zwar ordentlich,
schnell, doch ohne dickes Fell. Der lila Launebär war so gut wie Hans Meiser. Dann waren Bären out, das hat er nicht verdaut. Dieser Einzelfall, der kommt häufig vor, öfters als man denkt. Jürgen Möllemann wurde ebenfalls übel eingeschenkt. Milli Vanilli, Schuster Rauschenbach, Geißler Christoph Daum hatten alle Krach. Denn sie waren im Grunde so wie er. Der lila Launebär hat keine Sendung mehr. Er war zwar originell, doch ohne dickes Fell. Der lila Launebär war so gut wie Hans Meiser. Dann waren Bären out, das hat er nicht verdaut. Ich bin traurig. Der lila Launebär hat keine Sendung mehr. Er war der Megascheich im Fernsehtierbereich. Der lila Launebär wurde Alkoholiker. Zum Frühstück schon ein Rum, da